Thema heute spezifische Wärme. Ich habe jetzt in Auberginen dahinter geschrieben Energie. Man könnte auch dahinter schreiben, ich schreibe es jetzt in dunkelgrün, oder spezifische Wärme, Kapazität. Ich habe das ja immer wieder erlebt, um das ein bisschen klarer zu machen, was das bedeutet, werde ich mich mal auf ein Beispiel beziehen. Ich hoffe, das hilft. Deswegen haben wir es auch, obwohl das eigentlich ohne Video möglich wäre, haben wir es so mit reingestellt. Die Schüler haben nachgeguckt und haben die spezifische Wärme von Wasser, ich schreibe mal CH2O, nachgeschaut. Das sind rund 4,2. Und jetzt kommt die Einheit und da müssen wir uns mit beschäftigen. Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Was das bedeutet, ihr schreibt das am besten gleich mit. Das schreibe ich jetzt mit dazu und werde nochmal erklären, was diese 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin bedeuten. Kilojoule ist eine Energieeinheit. Das ist also Energie. Kilojoule heißt 1000 Joule, ne? Kilometer sind 1000 Meter, Kilojoule 1000 Joule. Pro, Bruchstrich heißt pro Kilogramm, also pro 1 Kilogramm. Und dann sagt man und Kelvin, das ist eine Temperatureinheit, also und 1 Grad, ich schreibe es mal extra aus, Kelvin. Ich habe den Satz schon mal hingeschrieben, das heißt gesprochen, man spricht das so aus, 4,2 oder je nachdem welcher Wert da steht, 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Pro bedeutet Bruchstrich und dann kommt Kilogramm und Kelvin unten drunter unter den Bruchstrich. Deswegen sagt man pro Kilogramm und Kelvin. Wenn ich pro Kilogramm mal Kelvin sagen würde, hieße das, das Kelvin würde oben auf dem Bruchstrich erscheinen. Das ist aber so nicht. Also, das hier, Kelvin ist eine Temperatur, das wissen wir, Kilogramm ist eine Masseeinheit und Kilojoule ist eine Energie. Aber was bedeutet das in der Praxis? Wir schnappen uns mal ein Beispiel, um klarzumachen, wie viel Energie das bedeutet. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Jemand muss 100 Kilogramm